Freund von mir hat sich früher schon mit Graffiti beschäftigt. Wir sind oft miteinander abgehangen und dann sind wir eben auf das Problem gestoßen, dass es in Graz schwierig ist, Dosen herzubekommen, Spraydosen für die Künstler. Das Crawl ist ein Graffiti-Shop, wo Künstler herkommen können und ihre Ware einkaufen können. Es war einfach immer irgendwie ein Traum von mir, selbstständig zu sein. Und dass ich jetzt wirklich in die Szene reinrutsche und einen Graffiti-Shop aufmache, hätte ich mir nie gedacht. Die Szene hat es früher schon gegeben, nur eben keinen Job. Und eigentlich war es ja eine Marktlücke. Künstler fangen halt wirklich auch schon an, damit Geld zu machen durch meinen Job. Und das ist halt für mich wirklich großer Punkt, wo ich sagen kann, das ist eine super Sache. Unter anderem bieten wir auch Auftragsmalereien an, also Wandgestaltungen für Privatpersonen und Firmen. Junge Künstler unterstützt man natürlich sehr gerne und man verfolgt auch wirklich mit, wie sie sich steigern und immer besser werden. Es gibt also wirklich schöne Kunstwerke, die man auf der Straße sieht, und es hängt dann wirklich vom Betrachter ab, ob das jetzt als Kunstwerk gesehen wird oder nicht, ob das jetzt als Aufwertung für die Wand gesehen wird oder nicht, aber eigentlich von der Polizei jetzt her gesehen, ist alles eine Straftat und ein Sachschaden. Und das ist halt das, was ich nicht ganz verstehe. Jetzt habe ich mich damals entschieden, kleines Budget gehabt, aber Gott sei Dank noch im Elternhaus gewohnt, dass ich mir im Keller ein Zimmer einrichten kann. Da habe ich mir dann schön ein Dosenregal reingemacht. Und so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen und dann ist eben die Möglichkeit entstanden, sich endlich einen eigenen Shop zu machen. Als ich ihn dann wirklich gehabt habe, habe ich erst wirklich realisiert, wo ich eigentlich stehe. Habe gleichzeitig mit der Schule abgebrochen. Es hat einfach eine Entscheidung in meinem Leben sein müssen und die habe ich getroffen und seitdem her bin ich eigentlich total glücklich über meine Entscheidung. Und bin stolzer Besitzer, sage ich mal, von Scrawl.